Maximilian Zimmer, wir treffen Sie vor dem Spiel Energie Cottbus gegen VfR Aalen. Sie sind gekommen, um den Kollegen die Daumen zu drücken. Mit welchem Gefühl? Ja, natürlich. Also ich habe ein positives Gefühl. In meiner Zeit, wo ich jetzt hier war, haben wir eigentlich immer, wenn es drauf ankam, bis jetzt Positives erreicht, positive Signale gesetzt. Und ich drücke einfach den Jungs die Daumen und bin eigentlich froh und mutig, jetzt hier zu sein und die Jungs zu unterstützen. Haben Sie einen Taschenrechner dabei, um zu wissen, ob Energie den Klassenerhalt geschafft hat oder nicht? Nee, habe ich nicht dabei. Ich glaube, der Trainer, wenn ich richtig gehört habe, die Woche gesagt, 44 Punkte werden vielleicht am Ende reichen, wenn alles gut läuft. Ich glaube, 54 Punkte werden am Ende auch reichen. Deswegen wäre heute natürlich ganz, ganz wichtiger Dreier, der wichtigste, glaube ich, der ganzen Saison. Eine wichtige Frage ist natürlich auch, wie geht es Ihnen persönlich nach dem Kreuzbandriss, nach der Operation? Ja, also ich bin auf dem Weg der Besserung. Natürlich, weil ich jetzt schon nicht das erste Mal hatte, dauert das alles ein bisschen länger. Aber ist heute auch egal. Heute geht es nicht um mich. Ich will heute einfach nur, dass die Mannschaft heute gewinnt, dass der Verein in der dritten Liga bleibt. Und von daher, alles andere ist jetzt erstmal Nebensache.